Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Dupe-Vergleich für euch, wie ihr wahrscheinlich oben schon gelesen habt, Chanel vs. Essence. Das Produkt haben schon einige YouTuber behandelt und auch ein paar Blogs. Wenn ihr welche kennt, wo ihr die Review gut fandet, aussagekräftig, dann verlinkt das doch einfach unten in den Comments. Sicherlich möchten andere auch nachschauen. Wenn ihr selber ein Video drüber gedreht habt, dann postet es einfach als Videoantwort. Würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ich habe das Produkt, also den Chanel Bronzer, habe ich jetzt seit Januar 2011, fast ein Jahr. So sieht der aus. Der kostet um die 40 Euro, ist also nicht günstig. Es sind 30 Gramm drin und ich habe ihn ja jedes Mal benutzt, wenn ich mich geschminkt habe. Der sieht so aus, ist ein cremiges Produkt, ein Mousse-Produkt, das aber doch schon fest ist. Er hat einen leichten Schimmer drin, er wirkt bräunlich, Bronzefarbe, hat aber einen leichten Orange-Stich. So, neu draufgekommen, um es für euch zu testen oder weil ich es auch aus Neugier ausprobieren wollte, weil ich es auf einem Blog gelesen habe, ist von Essence das Soft Touch Mousse. Das benutze ich jetzt seit ca. 3 bis 4 Wochen. In der Farbe 08 Matte Tan, da sind 16 Gramm drin. Das kostet um die 3 Euro noch was, ich glaube 4 Euro circa. Das ist auch ein Mousse, ist eigentlich ein Make-up, aber man kann das natürlich auch als Bronzer benutzen. Es ist ein bisschen fluffiger als der Chanel Bronzer und das mag ich persönlich nicht so gerne. Aber Konsistenzen, Puderprodukte, Cremeprodukte, das sind persönliche Vorlieben. Es ist nichts Schlechtes oder nichts Gutes an einem Produkt. Das muss jeder für sich selber rausfinden, ob er das mag oder nicht. Ich kann nur sagen, 2011 war für mich sehr viel Cremeprodukte, sehr viel Creme Rouge, sehr viel Creme Highlighter, sehr viel auch Lip Tints, die man auch als für die Wangen benutzen kann. Also ich liebe Cremeprodukte mittlerweile viel mehr als Puderprodukte, weil man damit ein bisschen mehr arbeiten kann, ein paar schönere Effekte erzielen. Aber das ist meine persönliche Meinung. So. Der Chanel Bronzer, nur eine kleine Kurzreview. Dazu findet ihr super, super viel Material auf YouTube, auch wenn ihr das einfach mal eingebt. Soleil Tante Chanel. Der ist sehr fest. Ich habe ihn, seit ich ihn habe, immer wenn ich mich geschminkt habe, benutzt. Außer in der Zeit jetzt, wo ich natürlich das Essence Mousse Make-up ausprobiert habe. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich liebe ihn. Ich benutze ihn. Ich habe lange Zeit für einen perfekten Pinsel benutzt. Ich benutze ihn nur mit dem Pinsel. Den habe ich euch in dem Video meine drei liebsten Pinsel vorgestellt. Da könnt ihr gerne mal hinklicken. Ich verlinke es euch unten, wenn ihr das möchtet. Das ist ein Top-Produkt. Wer noch Weihnachtsgeld übrig hat, einen Douglas-Gutschein oder so, schaut ihn euch mal an. Eine Review dazu findet ihr in dem besagten Video. Der ist dafür perfekt. So. Der hält sehr, sehr gut. Der macht das, was er soll. Ich liebe ihn. Ich würde ihn auch jederzeit nachkaufen und absolute Empfehlung. So, das hier ist jetzt das günstige Produkt für 4 Euro. Es ist kein 1:1 Tube, aber es funktioniert genauso gut. Wer Geld sparen möchte, dem kann ich das ans Herz legen mit ein paar kleinen Minuspunkten. Die sind nicht sehr groß. Man muss einfach versuchen, damit umzugehen und 4 Euro gewillt sein zu investieren. Was ich nicht empfehle bei beiden Produkten, dass ihr es als Contouring-Farbe benutzt. Beide sind zwar braun, gehen schon in eine Konturierungsrichtung, aber sie sind eindeutig zu orange-stichig. Sie haben einen Rotstich im Produktton, in der Farbe. Das ist nicht sehr schön, um zu konturieren. Gerade für auf Fotos kommt Rot immer sehr stark raus. Wenn ihr dann jetzt auf Silvesterfotos seid oder so, dann seht ihr sehr leicht, wenn ihr auch noch einen Blush benutzt habt, overblushed aus oder als hättet ihr schon 10 Sektflaschen weggetrunken und alle anderen nur 2. Für Fotos ist es nicht so schön, es ist aber auch in Natura nicht so schön, wenn ihr es nur als Konturierung benutzt und dann noch Rouge und noch ein Highlighter oben drüber, einfach weil die Farbe für ein Konturé nicht optimal ist. Für eine Konturierung solltet ihr Töne benutzen, die ein paar Töne dunkler sind als eure natürliche Hautfarbe und eure natürliche Hautfarbe wird wahrscheinlich nicht, außer ihr seid in einer bestimmten ethnischen Abstammung, eine orangene Richtung haben. Oder ihr wart viel im Solarium. Das kann auch vorkommen, dass Leute rötliche Hauttöne haben. Aber ich empfehle eigentlich, dass ihr ja danach Ausschau haltet, optimal sind zum Beispiel ganz normale Face Powders, die ihr einfach ein paar Farben dunkler kauft, als eure Hautfarbe ist. Das sind die perfekten Konturierungstöne, ungelogen so.
Ich persönlich benutze es nicht als Bronzer fürs ganze Gesicht. Das kann man mit dem Chanel-Produkt auch machen. Das kann man mit dem sicherlich bestimmt auch machen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich benutze es nur als Rouge-Ersatz. Und zwar als Rouge-Ersatz in dem Sinne, wenn ich morgens aufstehe. Also das ist eigentlich so mein Tageslook. Normales Liquid-Make-up drauf, nicht abpudern bei cremigen Produkten, wenn ihr die dann für Wangen benutzt, weil das gibt Klümpchen, das setzt sich unschön ab, das gibt Flecken, wenn dann pudert danach ab. Ja, ich benutze es als Rouge-Ton in cremiger Form, einfach weil ich damit sehr gerne umgehe, um frischer auszusehen. Ich gebe dann meistens einfach nur noch hier oben ein leichtes Highlight drauf, aber auch nicht dieses Marry the Luminizer Highlighting. Also wirklich so bam, hier oben sitzt der Glow drauf und hier unten der Snickers-Riegel. Die Zeiten sind vorbei. Ich gebe einfach ein sanftes Highlight drauf, das nur so ein bisschen schimmert. Der Catrice Enter Wonderland Highlighter zum Beispiel, das Rival de Loop Aqua Face Powder ist perfekt dafür. Und dann sieht es einfach so ein bisschen warm und frisch aus und sehr gesund, aber auch wirklich sehr, sehr freundlich. Den Look mag ich zurzeit sehr gerne und deswegen benutze ich die Produkte auch. Und wenn es eine günstigere Alternative gibt, warum nicht testen? Wie gesagt, es gibt zwei, drei kleine Minuspunkte. Die Dose ist sehr klein. Mein Lieblingspinsel passt hier leider nicht so gut rein. Da würde nur hier vorne Produkt aufnehmen und das dann optimal in der Form zu verteilen, wie ihr das gerne hättet, funktioniert nicht. Das Produkt ist sehr weich, viel weicher als der Creme Bronzer. Deswegen erfordert es ein bisschen Übung, dass ihr das nicht fleckig auftragt. Ich benutze dazu derzeit den Essence Blush Brush, finde ihn aber auch noch nicht komplett optimal. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist ein Stinktierpinsel, einfach weil der derzeit in irgendwelchen Umzugskasten lagert und ich ihn noch nicht rausgekramt habe, um es zu probieren. Der Essence Blush Brush ist okay, es erfordert ein bisschen Übung oder Feingefühl. Wenn ihr reindippst, wirklich nur sehr sanft, damit ihr wenig Produkt aufnehmt, weil er sehr, sehr viel Produkt aufnimmt, wenn ihr schon drin rumrührt. Keinesfalls drin rumrühren, das ist nicht gut. Wenn ihr das dann ins Gesicht auftragt, fangt nicht in der Mitte an und zieht es nach oben und nach unten. Das Problem ist, dass ihr so viel Produkt hier in der Mitte auftragt, dass ihr diesen Fleck niemals mehr wegbekommt. So, da ich hier keinen Spiegel habe und mich nicht selber sehe, werde ich das jetzt nicht auftragen, aber ich werde sicherlich, wenn ich wieder ein schön eingerichtetes Zimmer habe mit einem mit einem Filmplatz und ihr an dem Produkt wirklich interessiert seid, noch ein Tutorial zum Auftrag und den besten Pinsel dafür drehen. Ich weiß, dass günstige Produkte immer gefragt sind und viele haben Angst, dass ich jetzt nur noch High-End-Produkte vorstelle. Das wird nicht so sein. Ich werde wirklich schauen, dass das ausgewogen ist oder so wie bisher auch immer war. So. Ja, das Produkt ist ein bisschen weich. Ihr müsst ein bisschen damit üben, damit ihr es nicht fleckig auftragt. Das ist eigentlich das einzige Manko. Es hält auch sehr, sehr gut. Also ich kann da keine Abstriche zu dem Chanel Bronzer machen. Es ist natürlich auch ein Make-up. Es ist darauf ausgelegt, dass es länger hält. Wenn ihr das aufgetragen habt, danach könnt ihr abpudern. Dann ist alles wunderbar. Davor bitte nicht. Ich überlege jetzt, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Ansonsten werde ich es unten in die Infobox reinschreiben. Also ich kann wirklich fast nichts Schlechtes sagen, außer dass das Produkt, finde ich, ein bisschen zu fluffig ist. Das ist aber ja einfach ein Creme-Make-up, das man eigentlich im ganzen Gesicht verteilt. Deswegen muss es eigentlich auch leicht verteilbar sein. Wenn man präzise damit arbeiten will, ist halt ein bisschen Geduld gefragt. So, Geduld war das richtige Wort. Öffnung ist ein bisschen klein, aber gut, damit kommt man zurecht, wenn man den richtigen Pinsel gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass der kleine Stinktierpinsel von Sueva sehr gut in diese Öffnung reinpasst. Ich habe nur große Stinktierpinsel, vielleicht sollte ich mir den einfach noch vom Weihnachtsgeld zulegen. Wer das schon ausprobiert hat und meint, den perfekten Pinsel dafür gefunden zu haben, der schreibt es doch einfach mal unten rein. Ich werde das lesen. Ich freue mich immer über eure Tipps, um die auszuprobieren, um, wenn sie mir gefallen, natürlich auch weiterzugeben. Wenn ihr Tube-Vorschläge habt, auch einfach mal schreiben. 2012 wird es wieder mit den Videos wie gewohnt weitergehen. Ich habe jetzt eine lange Pause gehabt. Ich habe viel zu tun gehabt. Ich war 3 Monate ja auch in der Ausbildung und habe auch viel gelernt. Es wird weitergehen wie bisher 2012. Es sollen wieder regelmäßig Videos kommen und ich hoffe, euch geht es allen gut. Und falls wir uns nicht mehr hören und ich morgen kein Video hochlade, dann wünsche ich euch auch allen einen wunderschönen, tollen
tollen Silvesterabend, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter wieder. Passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.